Dieser Adler stammt aus einem Bildhauersymposium in Barlebens Partnergemeinde Nebelschütz. Und er ist ein Symbol für die vielfältige Vernetzung, die unsere Gemeinde in fast alle Himmelsrichtungen hat. Und genau deshalb hat der Idolverein federführend ein groß angelegtes Projekt zu bürgerschaftlichem Engagement, nachhaltiger Entwicklung und lebendiger Erinnerungskultur vorbereitet. Mit Unterstützung des Landkreises ist es gelungen, fast 8.000 Euro Fördergeld aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zugesagt zu bekommen, um die Beziehungen zu den Partnergemeinden in Wittmund, Nebelschütz und Notre-Dame-de-Eu zu intensivieren. Das große Ziel dieser Aktion ist, dass wir unsere Partnerschaften weiter vertiefen und versuchen, nicht nur versuchen, sondern auch neue Kontakte herstellen wollen und knüpfen wollen und die Einbeziehung aller Barleberinnen und Barleber sowie aller Vereine, die wir hier in Barleben und über die Grenzen hinaus haben. Neben dem Idolverein sind die Freiwilligen Feuerwehren, der Jugendclub, die Volkssolidarität, der Heimatverein und verschiedene Sportvereine in die Veranstaltungsreihe eingebunden, die beginnend am 1. April bis in den November hinein über 30 Einzelpunkte beinhaltet, die jetzt detailliert mit Einzelheiten ausgefüllt werden. So werden Gäste kommen und Barlebervertreter werden als teilnehmende Besucher in die Partnergemeinden fahren. Das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir einmal generationsübergreifend sein wollen und dass wir also auch alle Neu- und Altbarleber mit einbeziehen. Das Fördergeld wird dazu benutzt, um die Reise- und Unterbringungskosten wechselseitig zu finanzieren. Und man ist sich aber sicher, dass noch so mancher Euro zusätzlich in die Hand genommen wird. Als erste Aktion ist am 30. April ein Straßenfest geplant, mit dem die Namensgebung der Wittmunder Straße gebührend gefeiert wird und auch die Anwohner sind aufgerufen, sich nach Kräften an dieser Feier zu beteiligen.